Na, in diesem Video versuche ich mich von einem Dirtblock hin zu einem Diamantblock hochzutraden. Dies habe ich auf den Buildetech 2 Server versucht, wo viele andere Spieler online sind. Ob sie mir wohl helfen können, den Diamantblock zu erreichen? Das erfahrt ihr in dieser heutigen Folge von Buildetech 2. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, denn das Video war sehr, sehr viel Arbeit. Und nun viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich würde sagen, wir holen uns erstmal so einen Dirtblock und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier. So, das ist unser Dirtblock und mit diesem Dirtblock werden wir uns zu einem Diamantenblock hochtraden. Gehen wir jetzt also mal in den Voice Call und gucken, ob jemand traden will. Hey, was geht? Nix eigentlich, nicht so viel. Ich habe eine Frage. So, also ja. Kann, hey Janis. Janis, du bist doch hier. Lass mal, können wir kurz in den gewarteten Call gehen? Ja. Ja, okay, gut. Siehst du diesen Dirtblock in meiner Hand? Ja. Ich trade mich von einem Dirtblock bis hoch zu einem Diamantblock. Und jetzt ist die Frage, kannst du mir helfen? Was würdest du mir für diesen Dirtblock anbieten? Ich würde dir ein krasses Totem geben. Ein Totem geben? Ja. Oh. Das ist viel zu krass für den Anfang. Du musst mal was Niedrigeres. Schleimball. Oha, ein Schleimball würdest du mir geben? Ja. Ja, okay, komm, hier, lass traden. Ja, danke, Mann. Ja, okay, vielen Dank. Let's go. Let's go, tschüss. Ey, Dada, wo bist du gerade? Ich bin gerade beim Shopping District. Ey, ich komme mal kurz zu dir. Ich möchte kurz mit dir was reden. Hallo? Jo. Und guck mal, ich habe hier 5 Slimeballs und ich trade mich hoch zu etwas. Und deswegen ist die Frage, was würdest du mir für diese 5 Slimeballs geben? Der Witz ist, ich mache das gleiche Video, aber okay. Hier, du bekommst von mir ein paar Mythic-Shards. 6 Stück? Ja, okay, nehme ich. Keine Ahnung, ob es jetzt ein guter Deal war, ich glaube nicht, aber egal. Hier, bitteschön. Okay, danke, danke. So, meine Frage ist, ich habe hier 6 Amethyst-Shards und ich trade mich hoch zu etwas. Meine Frage ist jetzt, was würdest du mir geben? Was würdest du mir geben kann? Was du mir also, geben kannst, genau. Also, das sind meine eigen erfarmte Deer. Ja, du, nee, die ist zu hoch, die kann ich nicht annehmen. Eine Iron Pickaxe mit Silk Touch kann ich dir geben. Ja, das klingt gut. Dann machen wir das. So, hier die Shards. Yo. Danke. Vielen Dank. Ich bräuchte nur noch einen Helm. Wenn du maybe einen Deer-Helm hättest, könnte ich dir irgendwas dafür geben. Ich kann nicht irgendwas machen. Janis? Trinkt überhaupt oder ist das doch noch, dann müsst ihr doch trinken, da. Ja. Guck mal, da trinkt er. Das finde ich witzig. Ja, komm, lass uns mal lieber. Das gibt mir noch Ärger. Aber es ist ausgeglichen, können wir ihn. Ich weiß nicht. Ich gebe ihm das einfach mal hier. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Ja, so, alles in-game. Yo. Moin. So, und zwar, ich habe hier eine Eisenspitzhacke mit Silk Touch. Und ich trade mich halt hoch. Und das ist jetzt die Frage, was kannst du mir für eine Eisenspitzhacke mit Silk Touch anbieten? Ja, nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das kann ich nicht nehmen. Yo! Oh mein Gott, wenn ich das mal private Gruppe machen. Oder schickt der Code auf. Ja, das ist okay, gut. Alles klar, danke für dein Geschäft. Super. Danke. Ey, Felix, wo bist du gerade? Ich bin bei meiner Raid-Farm. Ey, Felix, kann ich mal kurz zu dir kommen? Wo soll ich hinkommen? Nein, ob ich mal zu dir kommen kann. Für was? Ich muss was mit dir besprechen. Digga, was kommt? Kommt da ein EQ-Test oder was? Wäre echt eine gute Idee, danke dafür, ja. Scheiße. Meine Frage, also ich habe dieses Smithing Template und ich trade mich hoch zu einem Block, den ich jetzt noch nicht verraten werde. Und meine Frage ist jetzt, was kannst du mir dafür geben, für dieses Smithing Template? Ich gebe dir eine FE3 Diamante. Ja, okay. Geht klar. Jo. Warte, wo ist hin? Hey, du hast die Glöschen eingesammelt. Ja, doch, habe ich, ja. So, okay. Dann hier das Template hinter dir. Danke. Jo, und dann verabschiede ich mich. Also, ja. Gut, danke. So, ich bin da.
Jo. Nein, ja. Jo, warte. Janis verfolgt uns, geh weg. Jo, Janis. So, und zwar, egal, lass mal reingehen, lass mal reingehen. Ja, schnell die Haustür zu, damit uns niemand belauscht. Ja, ja. So, okay. Und zwar, ich trade mich nämlich hoch zu einem Clock, den ich jetzt nicht verraten werde. Digga. Und ja. So, und ich habe hier eine halb benutzte Effizienz 3 Diamant-Axt. Und meine Frage ist jetzt an dich, was könntest du mir dafür geben? Für diese Diamant-Axt. Ja. Ich gebe dir das hier. Ja, ist. Ja, okay. Ja. Wenig. Nee, alles gut. Passt schon. Okay, ich bin gespannt, was der nächste so dafür geben würde. Also, ja, bin ich auch. Ja, okay, gut. Die 3 Axt, let's go. Ja, Mann. Digga, Janis, hör auf, bitte. Ich will schlaflose Nächte. Hey, stopp! Ich bock ein Totem, ich schenk's dir schon. Hier. Ein Totem, please. Soll ich dir ein Totem schenken? Ja, sonst bist du tot. Ja, hier bitte, hier bitte. Danke. So, und jetzt passt's. Hey, Janis. Ja. Ja. Komm mal lieber her. Wo bist du? Ja, was hast du gerade mit Knall gemacht? Lass mal Knall in Ruhe. Sonst gibt's Stress. Ich muss mal ganz kurz weg. Ja, ey. Ja, der hat mich attackt. Also, ich überlebe jetzt ohne Rüstung. Also. Sehr stark. Ich gebe in 2 Minuten. Guten Tag. Jo, guten Tag. So. Meine Frage ist jetzt an dich. Ich habe hier einen Nametag. Und ich trade mich zu einem bestimmten Block hoch, den ich jetzt nicht sagen werde. Meine Frage ist, was kannst du mir für dieses Nametag anbieten? Ich kann dir ein Wandering Trader Set geben. Ach, cool. Ich kann dir ein Stack Emeralds geben. Ein Stack Emeralds? Ja, okay, das klingt gut. Okay. Gut, danke für dein Geschäft. Hast du es? Okay, gut. Ey, yo, danke, danke. Ihr beide wollt mich besiegen, das finde ich auch nicht okay. Jo, der war's genial. Digga. Junge. Hallo. Digga. Schlauch. Schlauch. Ja. Komm her. Was passiert hier? Komm her. Komm her! Hey! Aufs! Ich will ihn killen. Wir haben Spawn passiert. Ja! Oh, Jochen Schweizer, Digga! Junge! Okay. Ist Jochen Schweizer? Jochen Schweizer! Ja, das war alles. Das war alles. Hey! Ey! Nein, jetzt geht's weiter. Ey, ist echt so, oh mein Gott. Ey, soll ich Bootstrength machen? Nein! Digga, wenn du das machst, nee. Ich kill dich. Digga, ich spiele deine F5. Okay. So, okay. Ich habe hier. Warte. So. Ich habe hier 54 Emeralds. Ich würde noch zu einem Stack aufrunden. Weil die würde ich ja gleich geben. Ich trade mich nämlich hoch zu einem Block, den ich jetzt aber noch nicht sagen werde. Und das ist jetzt die Frage, was würdest du mir für einen Stack Emeralds geben? Wie gesagt, ich gebe dir den Rest gleich. Ich habe jetzt das ganze Stack mit. Stack Emeralds? Ja. Könnte ich dir ein Totem geben? Jo, können wir machen so. Jo, okay, hier. Den Rest gebe ich ja gleich. Ich muss ihn nur noch holen. Nö, ich habe eine Stärkerbox für Emerald-Blöcke. Ja. Ich brauch die wirklich nicht. Okay, gut. Ey, yo. Okay, gut. Danke, danke, Totems danke. Totems habe ich auch genug. Ja, aber jetzt wird es von Turm gefickt. Oh. Nein. Das war der das Phantom hat's verdient gehabt. Geh da, let's go. Hey, ja, es geht wieder los. Mann, ich will nochmal töten. Let's go. Digga, jetzt gehen noch 3 Leute auf mich. Nein. Guck nur zu. Nein. Janis muss sterben. Okay, jetzt reicht. Geh ins End, schnell. Oh. Ja. Ihr seid solche. Ey, safe dann. Jetzt schnell, aber einmal. Ey, 5 Dias für den, der jetzt einen Loot verbrennt. 5 Dias für den, der jetzt einen Loot verbrennt. Okay, let's go. Ich hab leider kein Feuerzeug, tut mir leid. Warte. Hab ich eins? Oh ja, ich hab hier eins. Hier, so. Ey, mach nicht diesen bitte. Ey, 5 Dias für den, der einen Loot verbrennt. Da liegt Feuerzeug. 5 Dias für den, der einen Loot verbrennt. 10. Oh ja, okay, 10 von wem? Ich weiß nicht, was gesagt hat. Aber nicht so weit. 10 von Bürgerbombe. Ich
Nein, nein, doch nicht, nein. Ich das Wichtige ist nein. Halt... Okay, dann 5 von mir, 5 von mir. 5, weil du nicht verbrennst. Und... Nein, bitte nicht. Doch, doch. Ich verbrenne eh alles außer Netherite, also. Ja, okay, und wer Netherite irgendwie halt wegtut, irgendwie. Mit einfach Shield oder so, keine Ahnung. Und entwerfen. Ja, man kann nichts anzünden, weil das ein Big Block ist, kann man den nicht anzünden. Ha, so. Let's go! Leider. Was hast du hier alles drin? Ich glaub, ich bin mal. Ey, er ist weg. Hallo, oh mein hallo, Gott, bitte. Hallo. Nein, hallo. Ey, du hast gerade. TT? Ey, FPS. Ey, lass mal lieber. Ey, mein TT! Ey, kriegst du wieder. Digga. Das ist nicht so eine gute Idee. Lass mal TNT. Mit Behutsamkeit und die andere nicht. Und meine Hose fehlt auch. Oh, also. Hey. Mhm. Ja, ist deine Hose. Ja. 12. Warum schlägst du mich? Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich oder so. Ey, Ito. Ito, du bist doch hier im Call. Ja, hallo, hallo. Yo, bei Ito sieht's richtig krass aus. Ja, ich glaube, Ito macht ganzes Biom zu Amethyst. Yo, dann soll er bei mir einkaufen, Mann. Hallo? Yo, moin, ich bin da, bei dir. Bei deiner Base. So, okay. Hallo, hallo. Yo, moin. Und zwar, ich habe hier dieses Totem, wie du siehst, also ich habe gerade zwei Totems, das eine ist meins, so, aber das eine Totem, so. Du kannst dieses Totem haben, aber ich trade mich nämlich hoch zu einem Diamantblock. Und jetzt ist meine Frage an dich, was kannst du mir für dieses Totem geben? Okay, mein Problem ist gerade, ich habe keine Dias, weil mein Freund, mit dem ich hier zusammen bin, hat außerdem alle Dias genommen. Ich glaube, wir hatten ungefähr so ein Stack Dias, hatte genommen und der ist halt nicht online. Auch in der letzten Zeit ist er nicht mehr online gekommen. Das heißt, Dias habe ich gerade nicht, normalerweise wenn ihr Chest. Ich guck mal nach. Warte, du kannst mir irgendwas geben, was halt in anderen Weise, Art und Weise wertvoll ist. Ich kann dir für einen Tod. Zwei Schallplatten gegen das Totem. Die zwei. Ich hab's ja gerade schon. Also ich hab's ja hier, die hier. Ja. Die Sache ist, mein Freund hat die auch gesammelt. Ich schreib ihn jetzt einfach mal. Die Sache ist, wir haben noch was und zwar, also wir haben aber nicht so viel. Wie gesagt, die Diamanten sind weg. Okay, ich seh, warte mal. Ja, wenn ich das jetzt so sehe, ein Netherite Upgrade Template. Ein Netherite Upgrade Template. Wäre das möglich? Das ist gut, ja. Warte, dann frage ich ihn mal. Oh nein, bitte sag nicht, der ist eine Schule, bitte nicht. Ein Netherite Upgrade Template. Du kannst es mir geben, wenn es ihm nicht passt, soll er sich bei mir melden. Dann gucke ich, was ich machen lässt. Okay. Na gut. Okay, danke. So. Kuss. Ja, jetzt hat sich die andere Gruppe irgendwie aufgelöst. Ja. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Komm mal weg. Hä? Ja, was machst du denn hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Ich wurde gerade nach da hinten ein bisschen erkunden. Warte mal, ich finde so eine Base. Digga, verfolgst du mich, Junge? Nee. Oh, Ito, du kannst mal bei meinem Amethysten-Shop vorbeigucken. Da kannst du das kriegen, ne? Ja, jetzt weiß ich, warum er hier ist. Er will Werbung für seinen Shop machen. Ja, deswegen so hier. Oh, Digga, mit Max kann ich den Trade. Kann ich mit Max den Trade machen, bestimmt. Ja, der verkauft doch eh. Warte mal, ich kann mit Max bestimmt einen Trade machen. Moin, so, okay. Und zwar, ich habe hier ein Netherite Template. Und ich trade mich hoch zu einem Dia-Block. Und jetzt ist die Frage, du bist vielleicht der finale Step dahin. Kannst du mir ein Dia-Block für dieses Netherite Template geben? Ey, der Janis! Ja, okay, ich bin weg. Ja, so. Nein. Aber es wäre Win-Win-Situation für mich. Dieses Netherite-Template kannst du wiederum verkaufen und dann hast du 3 Dias sozusagen plus gemacht. Nein, habe ich nicht. Ja, doch. Wenn du mir jetzt 9 dafür gibst, okay. So, dann bekommst du für kaufst du doch für 11 Dias ein. Eins. Ja, guck mal, wenn du mir jetzt für den Dia-Block das gibst, dann hast du da 9 bezahlt, dann verkaufst du das wieder, hast daraus 11 gemacht, also hast du ja 3 plus gemacht. Nein. Ja doch. 2 plus gemacht, erstens, und außerdem habe ich immer noch nicht 2 plus gemacht, weil das für mich keinen Sinn ergibt, da ich ja lieber das selbst crafte, weil das ja 11 kostet. 7 kostet. Okay, halt ich. Also. Hätte funktionieren können. Gut, danke. Ich kann dir aber gerne was anderes geben, wenn du willst. Ja, was denn? Das geht auch natürlich.
Weiß ich nicht, was denn? Ja, weiß nicht, irgendwas, was wertvoll ist. Weil es halt schon ein letzten Level-Template, ne? Keine Ahnung, was willst du? Weiß nicht halt. Was möglichst halt ein Wert. Ein Totem. Also, ein Totem hatte ich schon, nee. Das Totem, ich habe das Totem für dieses Level-Template gegeben. Ein Warden-Head. Boah, das ist schon krass eigentlich. Ich muss überlegen. Ja, okay. Können wir machen. Ja? Ja. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich mega dumm, aber ich mach's. Ja. Okay. Okay, hier. Ja, wirklich schön, danke. Jo, ich danke dir. Ich weiß warum. Ey, yo, was geht? Ey. Das ist für dich. Ey, das ist für mich. Ja. Ey, danke, Mann. Ey, ich hab auch was für dich, wenn du mir halt noch was gibst. Und zwar, guck mal, was ich hier habe. Ja. Es schreddet sich hoch. Das ist ein Wardenhead. Und ich trade mich nämlich hoch zu einem Diamantblock. Und jetzt ist die Frage, würdest du mir dabei helfen? Dann gebe ich dir Diamantos. Da fehlt noch einer. Da ist das nicht gut fürs Content? Na doch, es ist halt schon, also ich bin halt schon relativ weit. Also ein Diamant vielleicht noch so, einer? Weil dann hätte ich einen Block. Nein, den habe ich leider nicht für dich. Dann gebe ich dir einen. Ja, okay, geht klar. Ja, du musst aber auch schon eine Wardenhead ergeben. Ja, bitteschön. Den müssen wir dann hier... Let's go. Ich muss den hier reinlösen irgendwo. Und damit haben wir den Diamantblow. Ja, hier. Ey, hier, guckt ihn euch an. Das war mal ein Dirt. Oh, danke. Ey. Danke. Jetzt habe ich 57 Dia-Blöcke. Komm her. Ich weiß nicht. Komm her. Danke. Oh, sorry, mach ich wieder ganz. Digga, ja, das war mein fucking Erdblock. Ein Erdblock. Ein Dirt. Und dort hast du dich hochgetradet. Ja, jetzt hab ich einen Diamantblock. Ey Jungs, danke für eure Hilfe. Ja, also du müsstest jetzt einkaufen gehen. Also ja, stimmt. Nee, ich nehme natürlich lila, dunkelblaues. Boah, rot findet auch immer krass. Dann noch ein grünes. Ey, ist auch immer gut. Ja, komm, Magenta auch noch. Also, und dann auch noch ein bisschen schwarzes dann noch. Genau, rein da. Oh, nehmen wir auch noch auf. Wenn du aber am nächsten Mal wieder einkaufen gehst. Jo, geil, Mann. Jetzt habe ich schon den ganzen Diablock wieder aufgebraucht. Geil, Mann. Das hat sich gelohnt. Yep, hat sich. Ja. Ey, Jungs, ich wünsche euch was. Vielen, vielen Dank. Und damit, Leute, bedanke ich mich von dieser Folge. Fragt nicht, warum da hinten der Wolle-Shop ein riesiger, bastiger G ist. Ich weiß es auch nicht, aber es sieht fast stylisch aus. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Build Attack 2 oder irgendwas anderes, keine Ahnung, jetzt kommen die Typen wieder auf mich zu. Ey, ey, yo. Ey, ha. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Digga. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut, ciao.